Hi, heute stelle ich einen weiteren Neuzugang für die Defensive vor, Falu Dian. Und in Seneca Lesen haben wir für 1,5 Millionen Euro aus Frankreich von Start Rennes losgereist. Dort kam er 2 Spielzeiten auf 37 Spiele, war nicht ganz unumstritten, aber wenn er gespielt hat, dann meist über 90 Minuten. Das lag aber auch zum Teil an den fehlenden Alternativen in der Breite des Kaders. Klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen negativ, aber so negativ sehe ich den Transfer eigentlich gar nicht. Eher als Chance, sowohl für Werder als auch für den Spieler. Für viele in Deutschland gilt Dian ja als gebrandmarkt. Das liegt vor allen Dingen an seinen 2 roten Karten, die er einmal in einer Saison bekommen hat. Beim 0:5 gegen Dortmund war das damals und dann war das Europapokalspiel gegen Sevilla, das 0:2 verloren wurde. Und das passierte halt alles innerhalb von 2 Tagen. Das nachträglich Schlimmere als diese roten Karten für den Spieler war dann der öffentliche Affront von Trainer Streich gegen den Spieler. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich schätze ja Streich als Menschen total. Aber das war halt auch schon so ein bisschen hart. Da hat er ihn nämlich halt wirklich als sehr, sehr talentiert, aber absolut lernresistent abgestempelt. Harte Kritik und die hat er sich aber auch nicht in Rennes immer zu Herzen genommen. So ehrlich muss man an dieser Stelle jetzt schon sein. Dennoch erhoffe ich mir so ein bisschen das offensichtlich vorhandene Potenzial nochmal zu sehen bei dem Spieler. Denn vor allen Dingen zu den starken Freiburger Zeiten hat er einen großen Anteil daran gehabt, dass die Freiburger überhaupt erst an der Europa League teilnehmen können. Seien wir doch mal ehrlich, es ist ja im Endeffekt so gewesen. Da hat man einfach auch so ein bisschen das Bild von einem absolut zweikampfstarken, robusten Innenverteidiger gehabt, der natürlich dann ganz am Ende, naja, so ein bisschen mehr oder weniger weggeschickt wurde aufgrund seiner Fauxpas, ich habe die roten Karten erwähnt, aufgrund seiner Lernresistenz, die Streich monierte. Im Endeffekt war man halt nicht mehr zufrieden mit ihm und dementsprechend war auch Freiburg kein Verein, wo er hätte alt werden können. Es ist aber auf jeden Fall so ein Spieler, der auch irgendwo zur Bremer Transferhistorie passt. Aber Bremen macht natürlich auch wechselhafte Erfahrungen mit Spielern, die durchaus schon gezeigt haben, dass sie richtig gute Spieler sein können, aber dann so ein bisschen in so ein Loch fielen. Paradebeispiel für die positive Seite, Yohan Miku, mein All-Time-Werder-Favorite. Paradebeispiel für die negative Seite, wahrscheinlich Carlos Alberto. Kann halt so und so ausgehen, aber es sind halt auch Transfers, die Werder irgendwo machen muss, um natürlich auch so ein bisschen Qualität im Kader in den Kader reinzubekommen und es gibt ja wirklich die Möglichkeit, dass Dian einfach an vergangene Tage anknüpfen kann und dann ist er halt mehr als eine Option. Allerdings sage ich auch, dass er sich bei der derzeitigen Konkurrenz und wahrscheinlich noch hinter Moisander und Kai Dirola anstellen muss und ich befürchte natürlich jetzt auch, wo sich immer klarer herauskristallisiert, dass Gálvez den Verein verlassen wird und noch ein Innenverteidiger kommen soll. Baumann sagt ja immer, dass wir tendenziell nur ein Spieler sein, der den Verein auch direkt weiterbringt. Da wird es für Dian natürlich schwierig, am ersten Spieltag wirklich auf dem Platz zu stehen. Warten wir also ab, ob er über die Rolle des Backups hinauskommt oder halt eben nicht. Das war's zu Dian. Wie findet ihr den neuen? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich wieder mit euch drüber zu diskutieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!